out the trombone, it feels more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth, been a hard year. Lucky the guitar is here. Ungefähr 300 Einwohner und 200, habt ihr gesagt, als ihr die Rechnung eingereicht habt, sind hier bei diesem Sportverein. Welche Bedeutung hat denn der Verein für euch? Ich glaube, wir sind in dem kleinen Dorf ja irgendwie alle Familie, jeder kennt jeden. Du kannst an jeder Haustür klingeln und Kaffee trinken. Deswegen ist es hier ein Haufen an Leuten, jeder kennt jeden. Also, und über ein Wochenende ist ja gefühlt jeder hier oben dann eigentlich. Also das ist für alle das Ereignis im Dorf, da hockt jeder. Also von jung bis alt, alle zusammen. Jetzt ist ja so, dass viele Vereine in Bayern Probleme haben, irgendwie Mitglieder zu kriegen. Bei euch ist es ja wohl kein Problem. Ihr seid wie eine große Familie. Was macht denn euer Verein richtig? Wir feiern viel, sind so eine geile Truppe. Da ist es leicht, neue Mitglieder zu finden. Damit es euch noch lange gibt, bezahlen wir gerne die Rechnung. Dankeschön. Und euer Verein ist der nächste. Schreibt uns über antenne.de, was ihr braucht. Neue Notenständer für den Gesangsverein oder Trikots für den Fußballclub übernehmen wir sehr gerne. Jeder kann mitmachen und anrufen. Sagt es einfach allen weiter. Morgen früh um 7 übernehmen wir die nächste Vereinsrechnung hier auf Antenne Bayern. Passes.
Couch brauchst du Kissen. Hast du Kissen, brauchst du eine Decke. Hast du eine Decke, brauchst du einen Beistelltisch für deine Füße. Jetzt brauchst du nur noch einen Tee. Den musst du dir aber selber kochen. Den Rest gibt es bei XXX Lutz. XXX Lutz. Größte Auswahl zum besten Preis. Psst. Wissen Sie eigentlich, was Leasing ist? Leasing. Wenn man ein Auto liest, das manchmal so leise ist, dass man es kaum hört. Elektrisch fahren ohne Stecker mit dem Toyota Yaris Cross Hybrid. Jetzt ab 169 Euro monatlich leasen plus 29,90 Euro Haftpflicht und Vollkaskoversicherung im Monat. Und unser Winterkomplettradangebot sichern bei Ihrem Toyota-Partner. Elektrisch für alle. Jetzt rote Preise bei XXX Lutz mit 30% unter UVP plus 20% mit Freundschaftskarte. Ja, 20%. XXX Lutz, größte Auswahl zum besten Preis. Hi, du vom Radio. Wenn du das hörst, schaust du gerade nicht Sat.1. Solltest du aber. Da läuft genau jetzt eine Weltsensation. Volles Haus, die tägliche Alles-in-einer-Show. Also hopp, hopp. Alexa, schalt Sat.1 ein. Hey Siri, Fernseher an. Ab jetzt läuft Volles Haus täglich von 16 bis 19 Uhr. Hochgenuss und tiefste Preise. Bei Edeka im Herzen vereint. Diese Woche Toffifee. Die 125 Gramm Packung für 99 Cent. Oder hohes C. Die 1 Liter Flasche für 1,29 Euro plus Pfand. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Auf die Sekunde 5:30. Hier sind die Bayern-Reporter. Antenne Bayern in Niederbayern. Nach dem schweren Busunfall in Österreich ist die Trauer hier bei den Menschen in Triftern groß, denn viele haben den tödlich verunglückten Bräutigam gekannt. Die Unfallursache ist weiterhin unklar, denn die Polizei konnte bisher nicht mit dem Busfahrer sprechen. Die Ärzte haben den 51-Jährigen ins künstliche Koma versetzt. Tanjoka Triftern. Antenne Bayern in Franken. Nach einem Streit am Nürnberger Hauptbahnhof ermittelt die Kripo. Ein 18-Jähriger soll am Samstagnachmittag einen 43-Jährigen auf die Gleise geschubst haben. Zuvor aber soll das Opfer mit einem Messer auf einen anderen jungen Mann losgegangen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zum Ablauf der Tat sagen können. Birgit Behringer, Nürnberg. Antenne Bayern in Oberbayern. Die bayerischen Dialekte als eigenes Schulfach. Kultusminister Piazzolo sagt zu dieser Idee, Dialekte fördern, ja, aber nicht als eigenes Fach. Er setzt auf die Fächer Deutsch, Musik oder Heimatkunde, um Dialekte zu vermitteln. Sein Ministerium hat extra ein Online-Portal gestartet mit viel Material für den Unterricht. Stefan Mack, München. Es bleibt die ganze Woche kalt, die Nächte eisig, auch tagsüber nochmal richtig winterlich, aber sonnig. Außer im Alpenvorland, da ist Hochnebel am Vormittag. Christian Franz und das Antenne Bayern Verkehrszentrum. Mit der A3 einmal Nürnberg-Würzburg zwischen Geiselwind und Wiesenzeit ein Pannenfahrzeug. Die rechte Spur ist gesperrt auf der A3 Nürnberg-Würzburg zwischen Schlüsselfeld und Geiselwind. Ein Unfall, die rechte Spur ist hier gesperrt. Ihr braucht ab Schlüsselfeld hier bis nach Wiesenzeit definitiv mindestens 35 Minuten mehr. Auf der A8 Salzburg-München aus Vertrauenstadt Siegs auf einen Unfall. Wenn ihr auf der A8 unterwegs seid, München Richtung Stuttgart zwischen Dasi und Augsburg-West, Unfall, rechte mittlere Spur blockiert. 6 Kilometer Stau, ihr braucht 26 Minuten länger. Und auf der A92 München-Deggendorf zwischen Eching-Ost und Freising-Süd, Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Standspur und linke Spur sind gesperrt. A94 München-Passau zwischen Paarstetten und Lengdorf, brennender Pkw, die Standspur ist blockiert. Die neueste Live-Blitzer bayernweit wird bei uns in Unterhaching auf dem Oberweg, in Aschaffenburg in der Würzburger Straße und in Ingolstadt in der Hansstuckstraße. Staus und Blitzer kostenlos melden. 0800 994 9000. Der Verkehr wird präsentiert von der Internationalen Handwerksmesse in München. Vom 8. bis 12. März. Alles rund ums Bauen, Sanieren und Modernisieren. Die richtige Musik macht jeden Moment noch besser. Gelaunt. Das ist Antenne Bayern.